Hallihallo, ich bin's wieder. Ich habe heute wieder eine leckere Süßspeise für euch. Es naht ja so die Vorweihnachtszeit, Weihnachtszeit. Es naht der Advent. Also es ist tatsächlich so, ja, es ist Wahnsinn, wie schnell die Zeit vergeht, finde ich. Also es ist immer, also verschaut sie irgendwie mal und irgendwie steht's vor der Tür. Und deshalb habe ich jetzt ein richtig mega leckeres herbstliches Dessert für euch im Glas. Ihr könnt das entscheiden, also ihr könnt das kann eigentlich das ganze Jahr gegessen werden, aber ich finde so ab Oktober gewinnt es einfach nur mal so extra an Reiz. Und es wird sein ein Maroni-Trifle mit Birne. Das heißt, es kommt Walnuss-Krokant, machen wir uns das als Topping, eine leckere, leichte Maroni-Creme und Birnen. Und natürlich könnt ihr Äpfel verwenden, wer jetzt keine Birnen mag. Aber mit Birnen und Maroni, die Kombi, die ist einfach der Wahnsinn. Wir starten ab und zwar machen wir unser Krokant. Dafür kommen die Walnüsse mal in den Mixtopf. Nur kurz. Und zwar werden die für 4 Sekunden auf Stufe 4,5 zerkleinert. So, Backrohr heizt euch vor auf Heißluft, 180 Grad bitte. Da habe ich ein Backpapier, ein Backblech mit Backpapier ausgekleidet. Jetzt kommen zu unseren Walnüssen, kommt die Butter rein. Und wichtig auch eben der Honig. Und das wird jetzt eben dann erhitzt. Und zwar wird das für 3 Minuten 30 auf 100 Grad Linkslauf Stufe 1 erwärmt. Ja, erwärmt. So, jetzt nehmen wir uns diese Masse einfach aus dem Mixtopf raus. Streicht das jetzt einfach so relativ dünn auf, also nicht zu große Klumpen. Das wird einfach da so gedrückt quasi. Und es muss jetzt auch keine ganze Fläche ergeben, weil es wird dann so oder so zerteilt. Und das kommt jetzt ins vorgeheizte Backrohr für circa 10 Minuten. Passt ein bisschen drauf auf, es kann relativ schnell dunkel werden. Also nicht unbedingt die 10 Minuten jetzt weggehen, sondern doch das Ganze unter Beobachtung halten. Genau. Und dann machen wir dabei weiter mit unserer Creme. So, wir setzen uns den Rühraufsatz ein, dann gibt es in den Mixtopf. Als erster gebe ich das Püree rein, das Maroni-Püree. Das könnt ihr wirklich tiefkühl einfach auftauen lassen, dann wird das sehr schön weich und lässt sich super cremig rühren. Zucker und Vanillezucker gebe ich dazu und eben zu guter Letzt, jetzt brauche ich noch einen Spatel, warte mal, Joghurt und Mascarpone, das habe ich da in einem Topf, einem Schüssel zusammen. Und optional einfach einen Schuss Rum. Es muss gar kein Kochrum, das kann auch guter Rum sein. Muss nicht sein, ihr könnt das auch einfach weglassen. Und jetzt einfach, so, und das Ganze jetzt für 45 Sekunden auf Stufe 3 schön cremig rühren. So, jetzt haben wir da eine Schüssel hergerichtet. Jetzt kommt das einfach mal alles mit dem Spatel so vom Rühraufsatz, weil da ist auch immer ein bisschen was drauf. Und hebt den raus. Abklopfen. Für gut befinden. Lecker. Mischt das dann einmal mit dem Spatel so nur durch. Und ihr werdet sehen, die Creme, die ist einfach der Hammer. Bin ich wirklich auch gespannt auf eure Rückmeldungen. Ihr könnt mir das wirklich voll gerne. Ich freue mich extrem über eure Kommentare. Das heißt,
Aber wenn ich nicht jeden Einzelnen immer antworte, ich lese ihn. Gell? Also das ist wirklich, und es freut mich. Also ich freue mich wirklich, wenn ich von euch da was höre. Und das ist für mich so einfach, dass ich weiß, woran ich bin und wie das Ganze denn so bei euch ankommt. Und darum freue ich mich extrem. So, dann dieses bitte umfüllen in eine Schüssel. Richtet euch dann auch schon mal so Gläser her. Ich verlinke euch da natürlich gerne. Und übrigens schaut es uns in der Amazon Storefront von mir vorbei. Den Link findet ihr auch unten in der Videobeschreibung. Da seht ihr auch wirklich ganz viele Produkte, die ich euch von Herzen empfehlen kann. Also alles Mögliche, was ich verwende oder viele Dinge, die ich ähnliche Dinge verwende, die ihr dann gern hättet, die verlinke ich euch da. Wie gesagt, von der Größe her ist da euch wirklich, habt ihr da freien Lauf. Und wir spülen uns jetzt den Topf, damit wir unsere Birnen fertig machen können. Und dann geht es schon ans Schichten. Also probieren und... So, jetzt gibt es die Birnen in den gereinigten Mixtopf. Die werden jetzt für 4 Sekunden auf Stufe 4 zerkleinert. So, jetzt tun wir einfach nur circa 2 Esslöffel entnehmt euch für die Deko ungefähr. Das ist jetzt nicht so grob. Dann kommt dazu etwas Wasser, Zucker und Zimt. Und Zucker wirklich optional und auch nur ein bisschen was, weil ja die Birnen eigentlich eh süß sind, aber so ein Ticken, weil es ist ja doch eine Süßspeise, dass wirklich die Creme ist nicht extrem süß dafür, also die ist eher wirklich relativ neutral gehalten. Von dem her braucht man die Süße dann so ein bisschen über das. Aber verhältnismäßig ist wirklich wenig Zucker im ganzen Rezept drinnen und somit wirklich sehr vertretbar. So, jetzt wird das Ganze, für 5 Minuten, 5 Minuten auf 100 Grad, das ist im Linkslauf und einfach auf dieser Sanftrührstufe wird das jetzt so ein bisschen geköchelt. Jetzt hole ich mein Krokant raus und dann sind wir schon fast fertig. So, jetzt ist mir meins fast zu dunkel geworden, nur die Ränder ganz leicht ist ein bisschen weg, aber darum wirklich aufpassen, jetzt sage ich selber, man kann das essen, also ich schmeiße das nicht weg, keine Sorge, aber so als Deko gefällt es mir nicht so ganz. Genau, und den Rest dazu einfach dann jetzt so mit einem Pfannenwender so grob zerteilen. Wirklich ein wenig irgendwas benutzen, auf keinen Fall die Finger. Das ist nicht so toll, glaubt mir, weil es doch wirklich heiß ist. Und das darf es dann einfach da, wie gesagt, so ein bisschen zerteilen. Das muss dann richtig schön abkühlen. Zur Seite. Und jetzt warten wir, bis unsere Birnen schreien. So, dala, jetzt kommen unsere Birnen in der Schüssel. Es ist jetzt alles soweit. Jetzt müssen wir nur noch abwarten. Wer übrigens mag, kann sich die Birnen kurz pürieren. Gell, wenn ihr so Püree rein wollt, ich mag das ganz gerne, wenn so ganz feine Stückelchen drin sind. Wenn ihr Apfel verwendet, gleiches Verfahren. Jetzt spüle ich mal den Mixtopf durch und lasse einfach jetzt das Püree mit dem Krokant nur schön abkühlen. Und genau, dann geht es schon schlichten und wir sind eigentlich fertig. Naja, noch nicht, aber so gut wie. Und genau, dann hast du nur genießen. Also spülen, abkühlen lassen, weiter geht's. So, ihr seht, meine Birnen habe ich jetzt abkühlen lassen, mein Krokant habe ich umgefüllt, Creme ist da, Gläser sind bereit. Jetzt das einfach so viel von der Menge her, wie ihr wollt, abwechselnd schichten. Ihr könnt da wirklich dieses Dessert so machen, wie ihr wollt. Ihr könnt ganz viel draus machen, kleine Portionen eignen sie immer. Also so Dessert im Glas eignen sie immer perfekt auch zum Vorbereiten für Buffets.
Falls ich mal irgendwie, manche machen bei der Hochzeit, bereiten viele so ein Sweet Table vor, wenn man Brunch hat mit ein paar Personen, Geburtstag, wirklich, wirklich perfekt. Oder ihr macht einfach größere Gläser und ein ordentliches Dessert, wie ihr das wollt. Ich mache jetzt einfach so ein paar kleinere. Und meist, wenn ich weiß, ich kriege zum Beispiel dann nur Besuch, wo das wahrscheinlich dann jemand auch probieren möchte, fülle ich mir das aber dann immer nur den Rest oft so in Tapperdegerl ab und in den Kühlschrank rein, weil ich nicht dann 100 Gläser vorbereitet habe, wie ich am Ende mag, dann wäre vielleicht kein Glas, dann habe ich die Arbeit mir quasi am Ende gespart vom Schichten, weil ich weiß, es isst dann jemand, aber die löffeln es auch so, weil dann kriegst du halt die Kids oft einmal in einer Schüssel ein bisschen was und ein paar Birnen noch drauf und dann brauche ich aber nicht immer Schichten. Und genau, so kannst du das machen. Dann kommt eben so ein Esslöffelchen da rein und da auch von den Birnen und so läuft es, bis es dann voll ist, ungefähr voll. Lasst mir voll gern euer Lieblingsdessert im Glas da, in einem Kommentar, weil es gibt so viele und sonst auch vielleicht irgendein Lieblingsrezept von euch, das ich verfilmen soll, würde mich natürlich extrem freuen. Und ja, lasst einfach einen Kommentar da, auch wenn ich nicht immer zurückschreibe, ich lese ihn auf alle Fälle und ich freue mich auch wirklich sehr drüber. Dann kommt oben drauf nur mal so ein bisschen was von der Creme und unser Haselnusskrokant. Walnuss, warum sage ich immer Haselnuss? Natürlich könnt ihr es auch mit Haselnuss machen, aber keine Ahnung. Ich glaube, unterbewusst hätte ich halt Gusto gehabt auf Haselnuss, schaut es aus. Und auch übrigens, das ist sowas einfach Gutes. Mich würde auch interessieren, was so euer Wow-Ding im Thermomix ist. Weil viele waren dann so begeistert vom Karamellisieren. Gibt es irgendwas, wo ihr sagt, Wahnsinn, weil das ist so einfach und schnell mit dem Thermomix, da würde ich mir so einfach, keine Ahnung, den Deppen runterrühren oder so. Oder was ist so euer Wow-Ding? Thermomix-Wow-Ding. Lasst es mich wissen. Ich weiß, mir fällt nichts anderes ein als wie Wow-Ding. Genau. Da hat es dann noch ganz ein bisschen was von diesen zerkleinerten Birnen, die wir vorher noch gerettet haben vom Einkochen. Oben drüber und schon habt ihr euer wunderbares Dessert im Glas gezaubert. Mehr braucht es nicht. Es ist ein Gedicht, reimt sich auch noch. Ich wünsche euch jetzt beim Nachmachen ganz viel Freude. Lasst mir einen Kommentar da und ihr seht übrigens, es waren jetzt zwei. Ihr kriegt es auf jeden Fall mindestens 8 raus. Oder eben ein paar größere, nur weniger dafür. Also, gell? Die Creme in der Torte rein ist übrigens auch ein Geheimtipp, mega lecker. Da braucht ihr Gelatine noch, laut Packungsbeilage einrühren. Nur so ein kleiner Tipp am Rande, ist auch voll gut. Genau, und jetzt mache ich den Rest in Schüssel. Wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Ich freue mich auf eure Kommentare. Und wir sehen uns ganz bald wieder. Alles Liebe. Ciao.